Hi, heute habe ich einen richtigen Seelenwärmer für euch und zwar das hier. Das ist ein Colorado Chili aus dem Dutch Oven und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier sind die Zutaten, die ich für meinen Colorado Chili brauchen werde. Los geht es mit dem Fleisch. Das hier sind 1 Kilo Bœuf Bourguignon. Habe ich bei YourBeef bestellt. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bœuf Bourguignon bzw. das Stück ist wie Gulasch, wird aus dem Rinderhals bzw. der Brust geschnitten. Eignet sich hervorragend zum Schmoren und genau das haben wir auch heute vor. Dann habe ich hier eine ganze Horde an getrockneten Chilis liegen und zwar Anchu Chili, Pasilla Chili und das andere sind Guajillo Chilis. Die werden, da sie ja getrocknet sind, gleich in Rinderfond, hier habe ich 700 ml Rinderfond, werden die gleich eingelegt zum Ziehen, dass die eben aufgeweicht werden. Dann haben wir noch eine Dose Tomaten, wir brauchen Salz, Oregano, Kreuzkümmel, bisschen SPG noch zum Nachwürzen, etwas Butterschmalz, eine gelbe Zwiebel sowie Knoblauch. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. An der Seite seht ihr schon den Anzündkamin mit der Dutch Oven App und dem Dutch Oven oben drauf, der heizt nämlich schon vor und dann würde ich sagen, wir legen los. So, die Kokoko Cubes glühen durch, erhitzen den Dutch Oven und in den gebe ich jetzt schon mal von der Rinderbrühe hinein, dass die eben in dem Dutch Oven sich schon mal erwärmen kann. Und wir schauen uns die getrockneten Chilis an. So, und zwar geht es jetzt darum, dass wir hier die Kerne entfernen. Das bedeutet also, ich schneide die Chilis auf. Und dann breche ich die so auf und kann die Kerne rausschütteln. Also bei den Guajillo ist es ganz, ganz wenig an Kern. Bei den Anchos, da lohnt es sich. So, und wenn ich jetzt hier die getrockneten Chilis habe, gehe ich da jetzt noch einmal mit dem Messer so durch. Mache die noch ein klein bisschen kleiner. Ich meine, die werden gleich eh durchgemixt, ne? Aber je mehr Oberfläche wir haben, umso besser können wir sie gleich durchziehen lassen. So, und dann können die jetzt im Rinderfond baden gehen. Wie ihr sehen könnt, der fängt auch schon an zu dampfen. Das ist sehr, sehr gut. Der soll ja schließlich warm sein. Darf auch einmal ganz kurz aufkochen. Das ist sicherlich kein Schaden. So, die ganzen Chilis da schön reinrühren, dass die auch alle bedeckt sind. Und jetzt braucht es so ungefähr eine gute Viertelstunde, wo das ziehen kann. Weiter geht's mit der Schnibbelsarbeit. Ich habe hier eine schöne gelbe Zwiebel. Die wird jetzt aufgeschnitten. Die wird einfach nur grob klein geschnitten, da müssen wir uns nicht wirklich Mühe geben. Die wird nachher nur scharf angebraten und fällt dann eh zusammen. Dann habe ich hier meinen geliebten frischen Knoblauch. Davon nehmen wir 4 Zehen. Das darf ruhig ordentlich scheppern. Der wird auch einfach klein geschnitten jetzt. So, der darf dann auch mit zu den Zwiebeln. So, und dann bleibt ja nur noch das Fleisch, um das ich mich kümmern muss. Das nehme ich mir jetzt und schneide mir das in kleine Würfel. So ungefähr von der Größe. Das ist perfekt, dann lässt sich das auch später hervorragend mit dem Reis zusammen essen. So, wenn das Fleisch dann klein geschnitten ist, würze ich es jetzt gerade eben mit ein bisschen SPG, Salt, Pepper, Garlic. Das reicht vollkommen aus. Jetzt wird das Fleisch leicht angemehlt. Damit wir da gleich, wenn wir es anbraten, auch eine richtig schöne Kruste drauf kriegen. Das ist alles Geschmack dann. So, die Chilis sind inzwischen gut durchgezogen. Ich nehme die mal vom Anzündkamin runter, hier sind sie drin und die schütte ich jetzt wieder in das Glasgefäß hier rein und stelle den Dutch Oven direkt wieder auf den Anzündkamin, damit er richtig heiß bleibt, denn gleich wollen wir das Fleisch noch anbraten. Aber vorher habe ich hier meinen Mixstab, den gebe ich jetzt hier rein und dann werden die Chilis gut durchgemixt. Das Resultat ist dann eine richtig schön zähflüssige Chili-Soße und die hat richtig Power. Gar nicht mal von der Schärfe, aber vom Geschmack her, Leute. Das ist wirklich der Wahnsinn. So, der Dutch Oven ist inzwischen gut vorgeheizt. Da hinein gebe ich jetzt etwas Butterschmalz. Lass das schmelzen. Und dann kann ich anfangen,
die Fleischstücke im Dutch Oven scharf anzubraten. Und das mache ich in Etappen. Ja, also nicht alles auf einmal in den Topf reinschmeißen. Wir haben hier 1 Kilo Fleisch. Ich denke, wenn wir das auf 3 bis 4 Etappen machen, ist das kein Schaden. So, und wenn die erste Etappe dann so richtig schön angebräunt ist, brate ich jetzt noch den Rest vom Fleisch an und dann sehen wir uns wieder. So, die letzte Etappe Fleisch ist auch fertig, kann aus dem Dutch Oven raus. Wichtig ist, das Ganze auf einem Teller abzulegen, nicht irgendwie auf Küchenkrepp oder dergleichen, denn es wird Flüssigkeit austreten und die wollen wir auf jeden Fall behalten. Die kommt natürlich nachher mit in unser Chili rein. So, jetzt habe ich hier den richtig heißen Dutch Oven. Da hinein kommen jetzt die Zwiebeln und der Knoblauch. Und werden jetzt kurz angebraten. So, dann gebe ich jetzt die Gewürze mit daran. Oregano, Kreuzkümmel, Salz. Alles gut durchrühren, auch ein klein wenig mit anrösten. So, jetzt kommt das Fleisch da wieder mit dran. Zusammen mit dem Fleischsaft, der sich da gebildet hat. Wunderbar. Dann jetzt 1 Dose stückige Tomaten. Sowie den Rinderfond mit den geschredderten Chilis. Das Ganze schön durchrühren. Oh Leute, ich kann euch sagen, ich bin ja hier mit dem Kopf relativ nah an diesem Dutch Oven dran. Es riecht unglaublich gut. Und mit dem Löffel so ein bisschen am Topfboden entlang gehen, dass wir das, was da gerade eben beim Braten sich angesetzt hat, losrühren können. Das ist nämlich alles Geschmack. So, das Ganze fängt jetzt an zu blubbern. Das ist der Moment, wo ich den Deckel draufsetze. So, das Ganze soll bei niedriger Hitze jetzt 2 Stunden blubbern. Dementsprechend habe ich hier 4 Briketts unter den Dutch Oven gelegt. Obendrauf kommen auch nochmal 4 Stück. So, und dann lasse ich das Chili jetzt für 2 Stunden erstmal vor sich hin köcheln und dann schauen wir wieder nach. So, gute 2,5 Stunden sind rum. Das Colorado Chili ist so gut wie fertig. Ich habe jetzt hier noch eine Frühlingszwiebel. Die schneiden wir jetzt gerade noch auf. Und zwar in solche, das war das Grüne davon, und dann in solche Ringe. Einfach gleich zum Anrichten, dass wir noch ein bisschen grünen Touch damit dran haben. Und natürlich die Frische von der Frühlingszwiebel. So, ihr könnt sehen, die Coco Cubes nach 2,5 Stunden ist da nicht mehr so viel von über. Das ist aber okay, dafür mussten wir nicht nachlegen oder sonst irgendwas. Ich nehme den Deckel ab und ihr seht, es blubbert noch immer. Und es duftet, Leute, es duftet. Das Chili hat, oh, also ich sag's mal, wie es ist, so einen Geruch kriegt ihr mit eurer Magifix-Mischung nicht hin. Alter Schwede, das mit diesen kleinen gemixten Chilis, die man in Rinderfond einweicht, das ist einfach the next level. Schaut euch an, wie das Fleisch glänzt. Großartig. Ich habe hier nichts angedickt oder dergleichen. Die Soße hat, die ist perfekt. Da müssen wir nichts mehr machen. Eieiei, Leute. Großartig sieht das aus. Dann würde ich sagen, können wir anrichten. Leute, es riecht absolut fantastisch. Ihr seht ja, der Wind treibt den Geruch schön zu mir rüber. So mag ich das am liebsten. Jetzt kommt hier eine Kelle von meinem Colorado Chili auf den Reis drauf. Dann noch ein paar Frühlingszwiebeln. So, und fertig ist es. Das Colorado Chili. Und jetzt wird probiert. So, da ist es also, das Colorado Chili. Und ich habe mir schon mal einen Löffel bereit gemacht. Und ich sage sehr zum Wohl. Klar, das Fleisch schmilzt euch natürlich nach den 2,5 Stunden auf der Zunge weg.
Aber die Soße dazu, Leute, ich muss hier nochmal. Wir haben hier insgesamt 6 Chilis in diesem Rezept verbastelt. Und ich kann euch sagen, es ist in keinster Weise brutal scharf. Ihr habt eine ganz leichte Schärfe im Hintergrund, aber was viel wichtiger ist, ist das Aroma. Das ist ein Geschmack, den ihr in einem Chili, wenn ihr ein normales Chili con Carne aus Deutschland kennt, noch nie geschmeckt habt. Das ist unfassbar lecker. Ich würde fast sagen, das ist kindertauglich, aber es ist, der Geschmack ist so, so toll. Ich kann es kaum beschreiben. Die Kombination eben aus den verschiedenen Chilis zusammen über die lange Zeit, der Geschmack, der ist einfach der absolute Wahnsinn. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Die getrockneten Chilis habe ich beim großen A bestellt, weil die verschiedenen Läden hatten immer nur eine Sorte. Und dann hätte ich 3-mal Versand zahlen müssen, deswegen habe ich sie da gerade bestellt. Ich verlinke euch die unten drunter. Getrocknete Chilis halten sich quasi ewig und sind halt echt vielseitig einsetzbar. Gibt demnächst auch noch ein Bäckchen-Video dazu. Solltet ihr auf jeden Fall da haben und auf jeden Fall mal nachmachen. Das lege ich euch wirklich sehr ans Herz. Den Link zum Fleisch setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bœuf Bourguignon eignet sich hervorragend dafür. Gibt es bei Your Beef, schaut also gerne mal nach. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich in den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, könnt ihr das gerne unten auf kostenfreier Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der sieht immer wieder kleine Insta-Stories von den Sachen, die ich mache. Schaut da also gerne mal vorbei. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.